So, hallo und herzlich willkommen. Unser Lagerhaus steht euch für den Handel offen. Wir haben die besten Schafe in ganz Gallos. Im Gegenzug hoffen wir auf eure Hilfe, wenn wir sie benötigen. Danke, dass ihr jetzt eine Schafherde gekauft habt. Eure Schafe finden den Weg zu euren Territorien von allein. Das hasse ich in diesem Spiel. Das ist wieder. Unsere Schafsfarm wurde errichtet. Jetzt waren wir zuerst dort. Dann hat er gesagt, was wir tun sollen. Benötigt eine Schafsweide, die den Schafen als Futterplatz und Tränke dient. Klickt auf eine Schafsfarm, wählt die Schaltfläche Schafsweide aus und platziert eine solche nahe der Farm. Bitte baut eine Bogenmacherei und eine Bogenschützenkaserne, um ein Bataillon Bogenschützen auszubilden. Ah, das geht noch wir nicht. Wir benötigen eure Bogenschützen, um unsere eigenen Truppen zu trainieren. Unsere Schafe finden die Weiden von alleine. Der Schafshirte kümmert sich darum, dass ihr Wassertrog stets gut gefüllt ist. Und er schert die Schafe, um Wolle zu erhalten. Okay. Ei! Sofort! Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Wir müssen unser Kloster für die vielen Flüchtlinge sauber halten. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte schickt uns Besen. Wie er sagt, bitte schickt uns Besen. Unser Lagerhaus ist für den Handel mit euch geöffnet. Wir verkaufen den besten Stein in ganz Gallos. Den besten? Das sagt zwar niemand außer es ihn, aber... wird schon stimmen, wenn die das sagen. Das hört sich so lustig an. Wir müssen unser Kloster für die vielen Flüchtlinge sauber halten. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte schickt uns Besen. Bitte schickt uns Besen. Willkommen im Kloster Castanna. Wir bieten all denen Schutz, die der Tyrannei des Barons von Randalfingen entfliehen wollen. Okay, hier ist... Das ist halt so schwer, wenn man das Spiel zum Buggen bringt. Dann nimmt man eine Ramme ein. Dann kann man das Stadttor einnehmen. Zuerst dieses Territorium, da hinten ist der Hafen, aber der macht nichts. Weil sie eben nicht damit rechnen, dass man das tut. Also das. Dann hat man halt den Hafen, aber der handelt nicht. Dann muss man erst dieses Territorium einnehmen, dann muss man in die Stadt gelangen, dort alle Häuser abfackeln. Also zuerst muss man sie schwächen die ganze Zeit, die Armee. Dann in die Stadt, alle Häuser einzeln abfackeln, was ewig dauert. Dann ewig eins der drei Hauptgebäude, also Burg, Lagerhaus oder Kirche, abfackeln, das dauert. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sehr lange. Das mache ich mal zur Vorsicht. Ich will noch dauern, bis es dann fertig ist. Ich baue es halt nur ganz klein für das Let's Play. Normalerweise baue ich es größer, aber... Auf euren Befehl! Beim Let's Play muss es nicht so groß sein. Können wir das auch kleiner halten. So. Ich befestige die Stadt lieber vorher. Und da ist die Tür jetzt wieder. So. Jetzt warten wir halt, bis er im Territorium eigentlich ist. Und wir das Holz haben.
So. Ja, wir brauchen halt jetzt noch das Holz, das wir jetzt leider langsamer kriegen wegen dem Besenmacher. Ich sag die ganze Zeit an, das sage ich sonst nie. und jetzt sage ich M. Dann werden wir halt dieses Territorium einnehmen und... Naja, da können wir Fische hinbauen und... Jäger sind auch sehr wichtig und ein Holzfäller noch. Vielleicht dann noch eine Getreidefarm, weil... Wir haben halt nur die Metzgerei und... Jetzt brauchen ja zwei Geschäfte Jäger. Oder halt... Wild. Tierkörper. Und deswegen... Ah, Moment, das geht. Da muss man immer schnell schauen, weil jetzt haben wir schon Nummer 11. So. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit M. Früher habe ich immer und irgendwie so gemacht und jetzt immer M. Das ist schrecklich. Das wird ja richtig die winzige Stadt diesmal. Gut, wir können es dann noch so hier ausbauen. Das geht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Jawohl! Zum Ritter. Zum neuen. Also, der gehört uns natürlich in der Folge noch nicht, aber. Also in der Map, aber in der nächsten dann. Und da backt's. Keine Ahnung, was da los war. Und. Noch ein Fremder, der sich in die hiesige Politik einmischt. Nun, je mehr, desto besser. Gut, dass ihr hier seid. So. Ach, unsere Baudings müssen gleich wieder kommen. Das dauert. Genau, das dauert hier etwas länger. Denen schicken wir dann im Kampf Gold. Damit sie uns unterstützen. Also Kampf. Ja, schon Kampf. Kein richtiger. Ja, sogar schon teils Krieger. Und. Das Holz werde ich dann für dieses Territorium brauchen. Das erste, was wir hier bauen werden, ist ein Holzfäller. So. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, so. Jetzt bauen wir hier schon noch ein bisschen schöner das Ganze. Gut, Weg ist nicht schön, aber... Damit zumindest mal etwas steht, dann ein Holzfäller unbedingt, ganz wichtig. Hoch. So. Weil wir halt jetzt unbedingt mehr Holz brauchen, wie man sieht. Das Wild wird sicher nicht lang bleiben, wenn wir dann die Jäger bauen, aber ist ja auch egal. Es ist ja dann noch ein zweites. Wir können dann hingehen. Vielleicht wird das Wild auch nur woanders hinwandern, hier zum Beispiel. Ja. Warum ist es nicht gebaut worden? Verstehe ich nicht. Und das schaut jetzt nach außen, hä? Ich hoffe, der schaut dann jetzt nicht auch nach außen. Ah, nach innen, meine ich, nach innen, Entschuldigung. Ich bin auch schon etwas müde.
glaube schon nach außen. Gut. Warum wird das jetzt nicht abgerissen? Geht jetzt außen. Oh Mann. Weil der muss noch durch die Tür rein. Ja. Wie schon mal zu, dann müssen wir hier halt noch ein Tor nachher einbauen, aber dann sind wir schon mal ziemlich abgesichert. Oh, zu teuer. Ich warte noch auf die nächste Fuhre Stein, die gleich kommt. Die können wir ausbauen. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge dann auch gleich wieder. Ja. Ich habe immer etwas Nahrung bei mir, die ich hungrigen Siedlern in meiner Nähe geben kann. Gutes Essen. Wer möchte etwas? Ja, das Superman Elias, aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.